lecker, lecker. Und an meiner Seite heute eine Dame, die ich bewundere, eine Schauspielerin, besser wie es kaum gehen würde, eine Kabarettistin, wo ich sagen kann, aber Hallöchen. Und mit ihr ist jeder Krimi so etwas von spannend, dass man sagt, ja, hier ist sie, Hannelore Hoger. Hannelore, das Publikum ist am Toben. Ich bin begeistert. Ja, aber hallo. Alles für dich, Hannelörchen. Alles für dich. Hannelore wird natürlich mit mir kochen und sie hat mir ganz insgeheim schon verraten, sie ist eine so leidenschaftliche Nicht-Köchin. Ja, genau. Ich glaube, deswegen ist sie auf meine Seite gewählt worden. Aber nichtsdestotrotz werden wir beweisen, du wirst heute ein Süppchen machen, wo wir uns alle Finger nachlecken. Weißt du noch, wie sie heißt? Ja, Bärlauchsuppe. Toll. Ja, ja. Und für diese Suppe hat sie schon sehr früh angefangen, weil wir haben das Bärlauch selber gepflanzt, wir haben die Kartoffelchen ausgemacht. Okay, das war jetzt ein bisschen gelogen. Aber auch ich werde natürlich auf meiner Seite versuchen, so ein kleines bisschen zu kochen. Und zwar werde ich schöne Thunfischsteaks machen mit einem wunderbaren Cremchen dazu, mit Nüdelchen und einem Zucchini-Gemüse. Also ich habe mir richtig viel vorgenommen. Oh, toll. Ja. Aber meine Damen und Herren, was wäre diese Sendung ohne Bärlauch. Den Koch, für den dieses Wort erst erfunden wurde. Ein Mensch, für den jeder Ceranherd in die Knie geht. Johann Lafer. Ja, so. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute auch für Sie kochen zu dürfen. Und an meiner Seite die Tochter von Hannelore Hoger, Nina Hoger. Herzlich willkommen. So, Nina. Ja. Wer wird heute das Familienduell gewinnen? Das wage ich noch nicht zu sagen. Lass uns mal überraschen. Wir wer uns kann anstrengen. Jetzt mal nur mir sagen, wer kann besser kochen von euch beiden? Ein bisschen. Also ich sehe schon gewisse Einigkeiten. Ja. Du wirst zubereiten heute eine Pfirsich-Tatatin mit einem Zitresorbe, meine Damen und Herren. Was ganz Leckeres. Ja, okay, ich werde es versuchen. Und ich werde zubereiten eine Bouladenbrust. Die werden wir erfüllen mit Garnelen. Dann wird sie ganz zart gebraten in Thymian mit schöner Butter. Dazu gibt es dann einen Salat aus gegrillter Melone mit Tomaten-Carpaccio. Also ein richtig schönes, leckeres Sommeressen. So. Genau. Nina, du kannst schon mal die Äpfel jetzt schneiden. Das heißt, die Äpfel mit der Schale in, ja, ohne Kerngehäuse in die Schüssel geben. Und ich muss erst mal... Klein Vierteln oder Vierteln, die wird Achteln, her, wird daher gemixt. Ist egal. Wird gemixt. Okay. Okay. Und ich begrüße ganz herzlich den Mann, bei dem ich jedes Mal zunehme. Horst Lichter. Hallo, lieber Johann. Alles klar? Alles wunderbar. Ja. Aber ich finde es sehr schön, dass ihr schon bei der Begrüßung irgendwie einfach so die Sprache wegbleibt, wo du, ja, versuchst, mich zu beschreiben. Ich musste nach Worten suchen. Ja, das ist halt schön. Also, weißt du, was ich toll finde? Ja. Was alles von dir zu mir so rübergekommen ist. Ich habe ja jetzt mittlerweile auch meine Liebe zu Edelstahlschüsseln gefunden. Ja? Ja, weil allein wegen diesem Wort edel, da wusste ich, da war Johann beteiligt. Das ist eine ganz neue Welt für mich. Weißt du eigentlich, warum der Bärlauch Bärlauch heißt? Ja, weil der Bär, der... Nee, keine Ahnung. Die Bären machen Winterschlaf. Ja, im Lauch. Und wenn der Winterschlaf vorbei ist, dann gehen die raus aus der Höhle. Ja. Und das Erste, was die wirklich entdeckt haben oder fressen, das ist dieser Lauch. Und daher heißt der Bärlauch. Aha, ich dachte immer, es wäre Knoblauch für arme Leute. Der riecht doch nach Knoblauch. Ne? Erdbeerlauch kenne ich auch. Wahrscheinlich waren früher die Erdbeeren, die, als wenn die hochkamen, haben sie als erstes dahin. Ja. Und wann wächst der Bärlauch? Nein, das wusste ich nicht. Wann wächst der Bärlauch? Im Frühling? Oder wann kommt er aus der Höhle? Der muss im Frühling wachsen. Wenn die Bären wach werden, war es bestimmt morgens. Ja, aber, was, aber bei Eisbären wird es dann schwierig. Ja? Was haben eigentlich Eisbären für einen Lauch, Johann? Gar keinen. Obwohl, die machen doch gar keinen Winterschlaf, weil dann würden die ja nur schlafen, oder? Nein, 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 nein. Nee?
Das glaube ich nicht. Die machen das schon. Hannelore. Aber die haben kein Eis mehr. Magst du mal ganz kurz erklären für die Millionen und Abermillionen von Menschen, die vor dem Fernseher sitzen, was du gerade machst? Ich schneide Kartoffeln in kleine Stücke. Viereckig habe ich nicht geschafft. Also, das ist jetzt Gott sei Dank schon mal vorbei. Die hast du schon mal erledigt. Ja, die ist schon mal erledigt. So, und das ist das schöne Bärlauch hier. Aber nicht den ganzen Haufen. Bin ja kein Pferd. Ne? Also, das schaffe ich nicht so viel. Und ja, du musst auch so nicht ganz den ganzen kleine Haufen. Pass nur auf die Finger auf. Mach's langsam, ja? Weil das wäre echt schade, wenn wir in der nächsten Serie von dir sehen würden, wie du mit Stumpfen da rumläufst oder was. Das muss nicht sein. Ja, nee, ich hatte schon Ich zeig dir einmal ganz kurz, wie man es normalerweise machen würde. Normalerweise nimmt man hinten den Stiel einfach ab, tut den Stiel weg. Dann hat man das schöne Blatt. Gewaschen haben wir die Dinger schon. Und dann kann man sie klein schneiden. Ja. Die müssen übrigens nicht ganz so fein geschnitten werden, wie man jetzt glaubt, weil die Suppe nachher natürlich püriert wird. Und dann ist es sowieso ziemlich klein. Also, das ist dann auch Blödsinn. Johann, kannst du eigentlich auf so einem Blatt Musik machen? Was? Auf so einem Blatt. So. Auf dem Kamm. Ja, wo muss man das zwischen die Daumen muss man das. Ja, komm, probieren wir mal. Hier. Die mit dem Strohhalm. Willst du auch mal probieren, Hannelore? Klar. Komm her, hier. Schon so. Fände, machen wir ein Quartett. So. Komm, wir spielen mal die Anfangsmusik von Na, voll Lichter lecker auf Bärlauch. Hast du schon mal übrigens mal dran gerochen? Mehr Mäuse. Der riecht nach gar nichts. Nee, der riecht so ein bisschen. Der riecht nach gar nichts. Nach irgendwie. Nee, der riecht wirklich. Wenn der Hund vorbeigelaufen ist. Der riecht nach Wiese. Nein. Doch, stimmt nicht. Wie würde das denn heißen, wenn der Hund im Frühling daran vorbeigelaufen wäre? Hundelauch. Also schneid du einfach. Lass so, also. Schon mal, so ist gut. Wir haben jetzt wieder Sorbet, Zitrensorbet, die Äpfel geschnitten mit der Schale, Zitronensaft dazu gegeben. Wir geben es dazu Zitre, das ist dieser und die Zwiebelchen auch. Apfelwein? Apfelwein, genau. Wie viel Prozent hat der? Das weiß ich nicht. 8 Stück? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So. Okay. Deckel ist sinnvoll. Langsam, nee, langsam. Jetzt machen wir hier vorne Zuckersirup mit Vanilleschote aufgekocht. Also Zucker, Wasser. Und Milchschote aufgekocht. Was ist der Unterschied zwischen Appleboy und Cidre? Apfelwurst und Cidre. Cidre kommt aus Frankfurt, Appleboy aus Frankfurt. Also Cidre also kommt aus Frankreich, Frankreich und Appleboy kommt aus Frankfurt. Sicher? Oh, das klingt aber sehr komisch, oder? Weißt du, was hilft, wenn man die Steine rauslässt? Das wird gut hier, ja. Perfekt entfernt, ne? So, das ist gut. Sehr schön entkernt. Wird super hier. Ganz tolles Hobby. So. Ich muss trotzdem was machen jetzt. Und zwar, als nächstes muss ich jetzt erstmal meine Rouladenbrust füllen mit Garnelen, ja? Schmeckt wie früher. Wie früher. Meine Oma hat immer, also ohne Zidre jetzt, ja? Apfel aufgeschnitten und dann mit einem Teelöffel so gekratzt. Und das haben wir immer gekriegt, also zu essen gekriegt. Ja? Ja, ausgekratzt. Ja, so einen ausgekratzten halben Apfel. Einen halben Apfel aufgeteilt und dann so mit dem Löffel rausgekratzt. Mit oder ohne Alkohol? Ohne. Ohne Alkohol. Also wenn ihr das da früher zur Kinderkommunion gemacht hättet, wäre Oma um 7 im Bett gewesen. Ja? Lecker. So. Wie schmeckt das? Toll. Gut. Du hast aber jetzt über. Ja. Ach, ne? Selbst gemacht. Der war toll. Steht nichts über so ein Eierlikör selber gemacht. Sei ehrlich, Hannelore, oder? Nee. Weißt du, wie man den also macht? Der war echt gut. Was? Also, wie man das macht, ansetzen, aber ich kann das natürlich nicht. Eier und Korn, oder was? Meine Mutter Eier und dann, ich wurde immer in die Eier und dann Korn. Ja. Alkohol. Ja, Korn. Ja. Na, ich wurde immer in die Apotheke geschickt und habe Wundalkohol geholt. Wund? Also. Damit ich. Da bist du gleich betrunken dann. Wundalkohol? Ja, das, der war hochprozentig. Das waren ja, 90%. Ja, genau. 90%. Und ich musste immer in verschiedene Apotheken gehen, weil ich ja immer nur kleine Fläschchen bekomme. Und dann war der ganze Haufen hier. Und dann
Schöne ist bei dem Rezept, so dick, dass man mit dem Löffel essen musste. Und bei dem Rezept ein Eigelb, ein Liter Alkohol, ja? Ja, und dann haben schön mit dem Löffel aus der Flasche. Toll war das. Ah, ich liebe ja. Dick, so wie Pudding. Ja, guck mal. Herrlich. Nina? Ja? Wir müssen jetzt die Maisbolandbrust mit Garnelen füllen, ja? Und zwar hier ein Stasche reinschneiden und dann einfach vollstecken. Ja, so, ihr, ja. Einfach, guck mal hier, verschwinden ja, die jetzt. Okay. Mit den Dessertfingern. Hast du sowas schon mal gesehen? So, guck mal, wir machen noch eine. Ja. Und zwar hier. Und da sind die gegen Gentechnologie. Johann versucht so gerade ein neues Tier zu machen. Der füllt eine Poladenbrust mit Fischen. Muss ich das auch schneiden oder muss ich nur stopfen? Hier rein damit. Stopfen. Schneiden nicht. Nee. Das ist das erste Garnelenhuhn Europas. Aber das wird jetzt gebraten, ne? Ja, das wird gebraten. Das wird so, zwei Garnelen in jedes Poladen. Guck mal hier, wenn das Mode macht, ist das der erste Fisch, der Eier legen kann. Das Huhn legt keine Eier mehr. Nee, da könntest du Kaviar rausholen nachher. Aber das sieht ja schon spannend aus. Obwohl, Johann, wie kommst du auf so Gedanken, so was zusammenzutun? Das ist gut. Ja, Garnelen in... Hühnersuppe mit Garnelen ist doch gut. Muss hier noch mehr rein? Tief muss das klar, schmeißen. Gab es ja immer schon. Hühnersuppe mit Garnelen, weiß ich noch. Früher bei uns am Land, ständig. Die Nina hat mir gesagt, dass sie sehr gerne die Hühnersuppe von ihrer Mutter isst. Stimmt das? Bitte? Du isst doch so wahnsinnig gerne die Hühnersuppe. Ja, die ist toll. Ja? Ja, und auch Hannelore hat mir eben noch gesagt, Horst, also wenn bei uns nichts gab, aber Hühnersuppe mit Garnelen immer. Immer gab es schon, ne? Ja. Nie in ihrem Leben eine Garnele gegessen. Ja, das ist ja so ein richtiges arme Leute-Essen, ne? Hühnersuppe mit Garnelen. Ich konnte auch gut Aalsuppe machen, das ist toll. Aalsuppe? Ja. Das hat gut geschmeckt. Hast du die auch gegessen? Ja, also als Kind nicht, aber später dann. Aber meine Mutter hat ja Aale selber gefangen, die kommt vom Land. Warum kannst du eigentlich nicht kochen, Annelore? Ich habe keine Zeit. Die übliche Ausrede, ja? Das heißt, ab und zu koche ich und es schmeckt auf jeden Fall. Aber sowas Kompliziertes kann ich nicht. Aber jetzt weiß ich ja, wie meine Bärlauchsuppe macht. Ja, einfach Bärlauch, Kartoffeln, das hilft immer. Das schon rein? Nee, den Knoblauch noch nicht rein. Aber weißt du, was richtig helfen würde bei der Suppe? Ja, wenn man ein Feuer machen würde. Ja, wenn wir den Topf heiß machen. Ja, das geht dann richtig ab. Ist ja nicht mein Hina. Ja. Ja? Soll ich noch mehr von dem Kram machen? Nee, das reicht, glaube ich. Ja, den Rest kannst du verteilen im Publikum da hinten. Dann haben wir auch was zum Mitnehmen. Also, ja, wollen wir haben. Wir machen jetzt noch in das Sorbet Gelatine rein. Und zwar habe ich hier Blattgelatine eingeweicht. Das ist super für die Bindung, kollagenes Eiweiß. Ja. Nimmt auch keinen Geschmack, dann wird das Sorbet schön cremig. Habe ich jetzt einen Teil von dem Sorbet, habe ich jetzt einfach rausgenommen. Und dann die Gelatine muss warm gemacht werden, damit sie sich auflöst. Dadurch wird das Sorbet nachher wunderschön cremig. Ja. Ich schole die aber raus jetzt. Das kannst du jetzt hier noch zu Ja, du machst mir letzte Zeit verdammt viel mit Blattgelatine. Ja, warum? Irgendwie vermute ich dahinter was. Was denn? Ja, ich weiß es nicht, was. Aber du bist letzte Zeit ständig mit diesen Hilfsmitteln zum Hartwerden dran. Irgendwas ist da komisch. So, wir lassen jetzt. Und jetzt machen wir Folgendes. Das brennt aber jetzt an. Wir haben jetzt hier Karamell. Jetzt rühr. Hannelore, rühr. Ja, aber damit... Ja, ich habe heute wirklich einen rührenden Gast bekommen. Nee, du kannst jetzt hier das da rein. Das nützt nichts. Nützt nichts, doch. Nee, du musst jetzt mal noch so kommen. Ach, dafür haben wir ja die Brühe. Ein bisschen langsam, oder wie? Nee, die kannst du schnell reinkippen, dann macht der Brühe nichts. Den ganzen Napf? Nee, ein Liter. Den Napf lasse ich weg. So. Also das war schon sehr schön. Auch bei Oma. Die hat auch immer Karamell drauf gemacht. Und dann hat sie die immer auf dem Schrank versteckt. Ja? Ja, Prise, hier ist Salz. So, Nina macht jetzt hier gerade den Karamell in die Form. Und zwar, wir haben einfach Zucker geschmolzen mit Wasser und Butter aufgegossen und hier... Der wird aber schon hart. Ja, gleich streichen, mit Löffel, so gleich streichen. Die Form vorher gut ausbuttern. Machen wir ordentlich was rein. So, ja, ist genug so. Da kommen jetzt gleich dann kann die man das so zermanschen? Das macht nichts. Und da kommen gleich die Pfirsiche drauf. Ja? Okay. Hier ist die zweite Form. Okay. Nee, ich glaube nicht. Ich mache das jetzt mal so. Genau. Aber da das war schlecht für die Kamera, aber besser für das. Oh, wunderbar. Sehr gut. Super, perfekt. Und jetzt stellen wir gleich dann die Pfirsiche rein. Okay. Aber die muss ich erst noch schneiden. Okay, ja, genau. Ich zeige dir noch eins vor. So.
Die muss jetzt aber jetzt erst solche Spalten rausschneiden hier. Gönn ihr einfach die Zeit. Okay. Da musst du die schön drunter reinlegen. So. Ja. Okay. Das kommt nachher auch noch in die Suppe rein. Ja, komplett so vorlegen. Ja. Kann man die nicht erst halbieren und das dann? Nee, es geht so schwer vom Stern runter. Für die Brotcoutons. So schön vorlegen, ja? Beide Formen gleich. Machen wir mit dem Topf auslecken? Später, später. Johann? Das macht sie richtig schön, die Hannelore. Von wegen, die kann nicht kochen. Du, die hat das vom Alleredelsten hier im Griff. Und seitdem sie entdeckt hat, dass so ein Ofen wirklich Temperatur bringt, ist eine ganz, ganz neue Sache. Ja. Hannelore, nimm das Brot ruhig mit nach vorne, weil du schneidest schon wieder in der Luft, wie ich sehe. Frauen sind doof, ne? Nein, Frau, also, um Gottes Willen. So, wie viel denn? So viel? Man merkt schon, dass du Krimis drehst, ne? Das kommt schon ein bisschen raus, ne? Das Messer ist immer dabei. Pass auf, wenn du das so machst, dann ist das wesentlich filigraner. So, da schneidest du so schöne Scheibchen. Dann machen wir da draus kleine Würfelchen. Und dann ja, das gleich kann ich auch. Ich wollte dir nur gezeigt haben. Ja, aber ich mache ja nichts anderes jetzt schon die ganze Zeit als Würfel schneiden. Das kann ich jetzt. Was ist das? Hannelore macht Würfel und Töchterchen macht Streifchen. Ja, genau. Spalten. Das ist das Schicksal unserer Gäste, ja, die müssen immer schneiden. Wie so. Wir machen jetzt hier die Bouladenbrüste in eine Pfanne mit Olivenöl, gehen dazu Thymian. Noch ein paar Scheiben. Wird das nicht zugenäht? Und was nein, nicht so. Und dann kommt da jetzt gleich drüber Salz und Pfeffer. Ja. Ich mache eine schöne, fruchtige Creme. Und zwar aus Crème fraîche, frischem Basilikum, Abrieb von Limetten, Limettensaft, Salz, Pfeffer, ein bisschen Knoblauch drin. Und die kommt nachher zum frisch gebratenen Thunfisch dazu und ist dann so. Und Limetten ist feiner als Zitronen, ne? Oder? Ja, Limette ist eigentlich Johann, ich bin eher Zitrone. Ja. Ja, Johann. Du kommst aus dem Ruhrpott und Johann ist mehr so French Connection oder wie? Was macht ihr? Wo kommt der Johann her? Mehr so French. Französisch. So, jetzt hat mir fast den Finger geschnitten. Ja. Du hast den Finger geschnitten? Nee, noch nicht. Noch aber nicht. Fast. Aber den Sprachfehler, den Johann hat, der kommt aus Österreich, nicht aus Freund. Ah, ja, deswegen. Aber auch in Österreich ist nicht Tafelspitz gleich Tafelspitz, ne? Möchte ich mal bemerken. Doch, Johann ist meistens Tafelspitz. Wieso, was ist der Unterschied zwischen dem Tafelspitz und dem Tafelspitz? Der eine ist mir abgehangen und so und weicher und mürber und dann kann man das in so eine Soße tun und der andere wird das nicht. Also gibt es kleine Unterschiede. So, was passiert jetzt hier mit? Soll ich schon dann ist Johann aber eher der Abgehangene. Ja, ne? Das ist wahr. Ja. Also. Aber nicht der Mürbe. Ich bin ja froh, dass ich heute alles verstehe. So. Ja. Das geht mir ständig so, Johann. Das ist so eine Quatsch. Okay. Guck mal hier, Johann, ich kann das jetzt auch. Ich habe eine Maschine. Ja, das ist so, so. Damit kann man sich auch in eine Fußgängerzone stellen, dann macht die Musik. Musst du nur was anderes haben zum Reindrehen. Da ist das Innere jetzt weg. Aber das Innere? Ja. Ja, ich wollte Streifchen haben. Da kann man übrigens alles Mögliche. Damit kannst du Kartoffeln zu Spaghetti machen. Das ist ja gar keine Gurke. Nee, das ist Zucchini. Ja, ja. Ne? Aber immerhin habe ich es gemerkt. Ne? Ja, nee, also. Rechtzeitig. Das hast du sehr schön erkannt. Und auch da sieht man wieder den Unterschied. Johann ist eher Zucchini, ich bin eher Gurke. Ne? Ja, wenn es keine Unterschiede mehr gäbe, dann gehen wir dann dahin. Ja. So. Ihr habt ja auch verschiedene Bärte. Das stimmt. Johann versucht immer noch. Was? Mit dem Bart, Johann. Guck mal hier. Schöne Bouladenbrüste angebraten. Die Garnelen sind auch drinnen. Ja, die jetzt sind reingestopft. Ich dürfte die ja nicht zunähen. So, wunderbar. Guck mal hier. Schön schwanger. Schau her. Schön schwanger, Johann.
Die Beschreibungen deines Essens werden echt immer besser. Das ist dein erstes Perlenbrustchen, was wirklich schwanger ist mit Krevette. So, ich gehe kaputt. Johann. So. Dann kannst du hier in der Pfanne schon mal die Brotcoutons machen. Da musst du aber wirklich mit aufpassen. Butter rein? Ein bisschen Butter. Oder wie? Ein Tropfen Öl, ganz kleinen Tropfen Öl. Bisschen Butter. So. So. Wie viel Butter? Kleines Bier. So, sehr schön. Du kannst auch ruhig schon eine Messerspitze mehr reinmachen. Ach, eine Messerspitze, na gut. Butter ist überhaupt viel besser als Margarine. Butter ist viel besser, oder? Wenn schon Fett, dann Butter, ne? Stimmt. Und nicht diese komische Margarine immer. Das muss auch nicht sein, Margarine. Ich weiß es auch nicht. Ich habe noch nie eine Margarine auf der Wiese gesehen. Nee, Margarine ist ja genauso fett. So, jetzt machen wir ein bisschen Knoblauch rein. Ja, bitte. Hey, Leute, kannst du mal gucken, was deine Tochter gemacht hat hier? Ja. Darfst du sie mal loben? Guck mal hier. Jetzt stehe ich hier schon wieder rein. Sehr schön. Komm mal hin hier. Zweimal hier. Guck mal, die Form mit Pfirsich gefüllt. Fantastisch. Ja. Ja. Jetzt gehen wir her. Jetzt legen wir einfach den Teig da drauf so. Ja. Und dann schneiden wir das hier ab. Du musst nicht schneiden. Ich rufe ihn gleich auch mal rüber, damit er mal gucken kommt, was du gemacht hast. Das ist kein selbstgemachter Teig, nein. So, guck mal. Kann man da nicht Mürbe dran? Nee. Jetzt hier schön so festdrücken, ja? Schön festdrücken. Rundherum, dass es zu ist. Darf nichts raus, keine Luft entweichen. Ja. So. Gut. Machen wir, dann stellen wir ein paar Löcher rein und schieben wir es in den Ofen. Okay, das muss dann wie lange im Ofen? Der braucht schon, ich meine, eine halbe Stunde noch. Halbe Stunde? Komm, wir müssen den jetzt sofort rein, ich bin dann fertig da. Jetzt muss ich da mit Gabel? Mit einer Gabel, Gabel einstechen? Ich habe keine Gabel. Doch, da ist eine hinten, da hier. Der Törtchen da vorne, die Tat, eine gute halbe Stunde dauert, werden wir die servieren während den Nachrichten nach der Sendung. Dauert halt ein bisschen. Dann zeige ich schon mal, was ich zwischendurch mache hier. Und zwar für den Thunfisch machen wir noch schönes Gemüse. Ein bisschen was Butter, Tröpfchen Öl, schön fein geschnittenes Lauch. Ja, hier Frühlingszwiebelchen. Dann habe ich hier die Zucchini schön zu kleinen Spaghettis gemacht. Sehen toll aus, ja, ne? Ja, das sieht toll aus. Die werden ganz kurz vor Schluss erst reingegeben, noch mal ganz kurz mit angedünstet und fertig. Das geht aber nur mit der Maschine, ne? Sonst kriegt man das nicht so hin. Ja, mit einer anderen Maschine habe ich das noch nicht hinbekommen. Und bevor ich die Maschine von Johann hatte, haben wir ja geschnitzt. Ja, ach so. Da haben wir sehr lange hier gesessen und haben aus Zucchini Spaghettis geschnitten. War sehr schöne Zeit. So, ein bisschen Knoblauch fein gehackt dazu. Echt den Finger geschnitten. Butter drauf, Butter, und dann wieder Löcher reinstecken ein paar. Sollen wir Pflaster besorgen? Haben die anderen auch Butter gemacht? Nee. Dann sofort in den Ofen, ja? Besorgen aber schnell ein Pflaster. So, wunderbar. Ein Pflaster hätte ich gern. So. Meine Hannelore hat sich in den Finger. Fein, genau, unten an, zum anderen dazu. Ja, Gott sei es gesehen. Wir gucken mal gerade nach der Suppe. So. Guck mal jetzt. Zünden lassen wir ein bisschen kochen. Hier musst du jetzt aufpassen, nicht zu hoch die Temperatur. Und jetzt? Schön liegen lassen, damit sie richtig kross werden. Guck mal, da bekommst du dein Pflästerchen. Guck mal, da ist ein Stück von dem Finger ganz weg. Genau. Wie bei meinem Vater, ne? Dem hatten sie so abgeschossen. Ja, genau so. Und dann noch der Mittelfinger, das ist aber ganz komisch. So. Zeig mal, Johann, wo du dich geschnitten hast. Wo? Da. Hannelore, zeig noch mal, wo du dich geschnitten hast. Wie geht das jetzt weiter hier? Ja, da muss man ganz langsam, da muss man ein bisschen Geduld haben. Ach so. Ja, nicht zu viel schubbeln, nee. Weil die werden jetzt ganz langsam saugen, die sich voll mit der Butter, werden dann knusprig von einer Seite, dann wenden wir die. Ja, genau. Die Suppe kannst du schon mal probieren. Solche Spalten, solche. Ob da vielleicht schon ein bisschen was lecker ist. Solche Spalten schneiden die mit dem Löffel? Mit dem Löffel schon, ist denn einer? Jetzt gleich grillen in der Pfanne, die Melone. Melone gegrillt, schmeckt super lecker, mit Puderzucker bestreuen und damit Olivenöl. Ja? Wo ist ein Löffel? Ja, irgendwo. Löffel. Käse. Schöne Spalten schneiden. Dreierlei Sorten. Melone. Johann? Ja. Kocht aber hier. Hast du eigentlich gesehen, was uns eine Zuschauerin geschickt hat? Wer? Topflappen. Selber gehäkelte Topflappen.
Sehr schön, sehr schön. Vor allem, die Lieselotte aus Hungen hat die selber gehäkelt. Ja. Die schwarzen sind für dich und die lilafarbenen sind für mich. Nee, pass auf, wir machen so. Du kriegst den, ich krieg den. Also. Ja, das ist aber. Lieselotte, vielen, vielen Dank. Danke, Lieselotte. Ich werde sie nachts dem Horst auf die Füße legen, ja? Bitte, bitte, häkeln Sie dem Johann doch mal einen Anzug da draus. Bitte. Also ich finde die sehr schön, weil die auch so fluffig gefüllt sind. Ja, super, sehr gut. Ja, ne, die sind so schön gefüllt, finde ich. Hannelore, hast du auch schon mal so was gehäkelt? Also nicht so schön, aber ich kann auch häkeln. Ich konnte damals. Wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Ja. Kommt direkt nach Kochen, ja? Ja. Die Suppe, da fehlt noch was. Kommt direkt nach Kochen bei Hannelore. So. So. Im Häkeln? Ja, ich konnte auch sehr gute Eierlöcher häkeln mit so einem Bommel obendrauf. Ah, die kenne ich auch noch. Na, die haben dann immer so ein Bommelchen oben. Genau, ich habe einmal einen gemacht, da bin ich aber zu groß geworden, da haben wir eine Klopapierrolle draus gemacht. Ja. Ich war einmal gut am Häkeln. Ich wollte gerade sagen, oder hast du den im Winter verwendet, um bestimmte Dinge zu wärmen? Johann. Probier mal. Herr Lafer. Ja. Ich habe keinen Vergleich. Du hast keinen Vergleich bei der Suppe. Ich glaube, dass die ist irgendwie komisch. Die ist irgendwie komisch? Jo. Pass auf, wenn du hier nochmal schwenkst, werden die Croutons auch schön. Wichtig ist erstmal, dass die Kartoffeln gar werden. Weil danach können wir pürieren. Ja, kann auch schön zu. Schön grillen. Hm? Wir brauchen noch einen kleinen Moment. Ja. Darf ich probieren? Ja, die schmeckt noch nicht, Johann. Du probierst immer zu früh bei mir. Die schmeckt noch nach Brühe und Kartoffeln. Und ein bisschen Bärlauch. Na, na? Warte ab, Johann. Es wird noch besser. Wir steigern uns noch. Sag mal, Johann, wusstest du eigentlich, dass so ein Deckel Vakuum ziehen kann? Ja. Der Fond schmeckt lecker. Der Fond, ne? Nee, Brühe, der Johann, Brühe. Ja, aber der Rest ist Schweigen, oder wie? Nee, warte ab, das kommt gleich. Hannelore, weil eins darfst du nicht vergessen. Der Geschmack kommt ja erst dann, wenn sich alle Zutaten miteinander so verbunden haben, dass es wirklich kommt. Ja. Und hier kommt ja nachher noch Fett rein. Erstmal müssen die Kartoffelchen gar werden. Wenn die gar sind, dann können wir sie pürieren. Wenn wir sie püriert haben, dann kommt die Creme fraiche dazu, dann kommt die Sahne dazu, dann hast du Fett. Fett spaltet Geschmacksstoffe. Das kann kein Wasser machen. Das kann tatsächlich nur Fett. Dann erst würzen wir nach mit Salz, Pfeffer, Zucker, bisschen Knoblauch. Und dann wirst du feststellen, ist die Suppe auf einmal ganz anders, wo du sagst, Mensch, wo kommt die denn her? Also Ruhe bewahren. Ja, Ruhe bewahren. Ruhe. Und deine Croutons hier sind jetzt auch gleich schön. Nee, die sind schön. Weil das ist wichtig, dass sie so richtig knusprig werden. Deswegen habe ich die Temperatur jetzt ganz klein. So, ich habe hier mein Gemüse schon mal ein bisschen angeschwenkt, stelle das zur Seite. Jetzt koche ich meine Nudeln schon. Johann, die habe ich übrigens selber gekauft, die Nudeln. Ja. Hallo? Wie, hallo? Oh. Hier ist Peter. Hallo? Hier ist Johann Lafer von Laferlichter Lecker. Guten Tag, Herr Lafer, und hier ist Rita Peter aus der schönen Lüneburger Heide. Oh, jawohl. Frau Peters! So, bitte. Ja, Herr Lafer, ich habe eine Frage. Und zwar, den Unterschied hätte ich gerne gewusst zwischen Gamba, Scampi, Garnelen und Krabben. Und woran erkenne ich, dass die Tiere wirklich frisch sind? Ist das wirklich alles, was Sie wissen wollen? Ist das wirklich alles, was Sie wissen wollen? Das ist erstmal alles. Also ein Tipp ist schon mal, wenn die gefüllt sind in Hühnerbrüstchen, sind sie nicht frisch. Dann sind die Hühner schwanger. Also Krabben bezeichnet man meistens die kleinen
rosa Nordseekrabben. Ja. Ja. Dann gibt es die Scambis, oder in der Einzahl Scambo genannt. Das sind diese Meeresgetiere mit den Scheren vorne dran. Ja, Schere, ja. Das, ist also, das sind Scambis, die haben Scheren. Ja. Garnelen haben keine Scheren, die haben nur so Fühler. Ja. Und Riesengarnelen ist das gleiche wie Krabben, nur ganz groß, so circa 15 bis 20 cm groß. Also das heißt, Scambi haben Scheren und Garnelen sind von Klappen ganz klein bis zu den großen Riesengarnelen. Und Langustinos haben nur auch Scheren. Genau. Langustinos, Kaisergranat ist dasselbe. Und Scambi auch. Und Schneider hat auch eine Schere. Jetzt hör auf. Wollt ihr kurz den Horst sprechen? Ja, ich möchte den Horst auch noch mal haben. Erstmal bedanke ich mich. Tschüss. Tschüss, Moment, hier ist der Horst. Servus. Also, ja, hallöchen. Hallöchen, Horst. Hier ist die Rita aus der Heide. Hallo, Rita aus der Heide. Mensch, Rita, hast du dich mit Johann gut amüsiert? Ah, sehr gut. Aber Horst, wir sehen uns jetzt am 8. in Hamburg. Was sagst du dazu? Nein, hör auf. Also dann würde ich sagen, dann treffen wir uns doch Backstage, wir beide. Ne? Ich bringe dann auch mal was mit Scheren mit. Ach, alles. Woran erkenne ich dich an dem Abend? Bitte sag mal. Bitte? Vielen Dank, habe ich gesagt. Nee, halt, woran erkenne ich dich? Woran erkennst du mich? Ja, ich weiß nicht, ich bin der Bring eine rote Rose mit. Ja, eine große rote Rose. Alles klar, mache ich. Im Mund. Ja. Tschüss, Kindchen. Ciao. Wollt ihr gleich Champagner haben? Oh ja, Johann. Möchtest du auch? Ganz schlucken. Will Champagner kommen hier? Ja, unbedingt. Ja. So, Champagner, warum Melone. Du wegen dem Geschmack. Lecker. Ja, wegen dem Geschmack und wegen der Optik. Guru. Wie viel? Und wegen der Optik. Alles? Ja. Muss das alles zupfen hier? Ja. Nee, nicht alles, nur die Hälfte. Aha. Kann ich noch was so, was macht unsere. Kann man kurz mit dem Ofen einen Blick aber werfen? Hier zu unserem. Guck mal hier. Sein, ne? Hier zu unserer Tart. Sie sehen super. Ja, wir gucken sehen aus wie mit Käse. Guck mal hier, was da wird. So, lass uns also Johann, das muss ich sagen, in der Tat, die Tat sieht gut aus. Da kann man wollen wir kurz haben, mal anstoßen hier, hübschen? Warum, Johann? Hast du irgendwas zu feiern? Nein. Irgendwas läuft doch da schief. Oder ist dein Essen in die Hose gegangen? Noch nicht. Nix, nee, gar nichts. Komm, lass uns trinken. Komm, Hannelore, wir können uns auf jeden Fall auf seiner Seite unser Essen schon mal schön trinken. Glaube, das riecht ganz gut hier. Das doch, wir müssen die jetzt mal mixen. Halt, haben wir kein Backlicht. Also, das musst du auch noch irgendwie durchgemischt. Ja, genau. Auf jeden Fall auch mal probieren. Machst noch die Garnelen da rein, die vorne, die einzeln? Nee, im Ernst jetzt? Guck mal hier. Also, so macht man mit Hühnchen. Sollen die da wirklich rein? Dann kleben die auch nicht. Prost. Also, zum Wohl, ihr beiden. Willkommen. Oh, Alkohol. Weißt du, Johann, kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ne? Genau. Tief in die Augen schauen, gehorsam. Tief in die Augen schauen dabei. Ja, wenn ich ihm nicht in die Augen schaue, hätte ich 7 Jahre schlechten Sex mit ihm. Sei nicht so frech. Horst. Sehr gut. Hast du schon gesehen? Ein schöner Salat aus gegrillter Melone mit Basilikum, mit Champagner, mit Olivenöl. Salz, Pfeffer, Thymian. Das sieht aber lecker aus. Das sieht aber toll aus. Ja, sind nur große Stücke mit dem Schnäuzer, kann ich die nicht essen. Ja, so, jetzt machst du schon wieder dein Salz noch, Zucker bitte. Zucker ist da vorne in der Schale. Alles? So. Nee, nur bitte, liebe Hannelore, jetzt müsstest du bitte mit dem Stabmixer die Suppe pürieren. So. Salz und Pfeffer. Komm, trink ein Schlückchen Alkohol, verliere ich die Buchstaben. Okay. So, jetzt misst du schön bitte. Mischen? Mischen, ja, genau. Die sind fertig. Mische. Das wollen wir rüber. Bitte. Warte mal. Oh. Kennst du so einen Stab? Nee. Also das ist ein Zauberstab. Ich habe auch so einen, aber ich habe es noch nicht benutzt. Ja, ich habe Johann, da hatte ich damals noch keine eigene Steckdose. Da habe ich Johann mal gefragt, ob ich meinen Zauberstab bei ihm einstecken durfte. Das war ganz blöde. Falsch verstanden worden. Johann wollte 2 Wochen nicht mit mir kochen. Pass auf, darf ich dir zeigen? So, hier drauf drücken. Siehst du? Ist ja toll. Und dann richtig schön klein machen alles. Manche Weihnachtsgeschenke lohnen sich, ne? So. Wie lange hast du den schon?
Wie lange hast du deinen Zauberstab schon? Ja, ja, habe ich jetzt zu Weihnachten gekriegt. Jetzt zu Weihnachten? Mhm. Noch nie gebraucht? Nee. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Es gibt ja Köche, die schäumen alles auf. Ich habe Johann letztens erwischt, wie er sein Badewasser aufgeschäumt hat. Bisschen Sahne rein, Mixer reingehalten, aufgeschäumt und dann saß Johann da drin und hatte Spaß. Ja. So. Sicher ist sicher, probier alles. Probier mal, probier. Essen? Weil Hannelore, der feine Erlafer badet ja auch nicht normal im Wasser, der badet in Fond. Ja? Ja, ja. In Edelfond. In Edelfond. Der nimmt auch zum Haarewaschen kein Wasser, sondern Mineralwasser. So, die Nüdelchen füllen mit ein bisschen Butter. Wann kommt das da rein? Sagen, wenn das klein ist. Wie klein war, wenn man nichts mehr so. Ganz fein muss das sein. Oh, war das der leckere Thunfisch. Ist aber echt gut, das Ding. Der ist toll, ne? Ja. Da kriegst du alles mit klein. Ja. Also fast Mann, alles. Die Frau, alles. So, und jetzt können wir da. Aber das sieht jetzt fast aus wie Spinat, und durchgematschter Spinat. Und das mache ich gar nicht. Ich mache Spinat nur, wenn die Blätter so. Also, wenn du möchtest, kannst du aber eine Sonnenbrille dazu anziehen. Ja. Das geht auch. So, den Thunfisch ganz kurz und mit ein bisschen Butter bei relativ kleiner Temperatur von beiden Seiten einmal anbraten und sofort runter von der Temperatur. Weil wenn Thunfisch innen drin durch ist, da könnte man auch einen Wellpappekarton, so einen Wellpappekarton essen. Ja. Menschenskinder, ich mit dem Glas Sekt, das war blöde, glaube ich. Ich krieg schon die Wörter nicht mehr durcheinander sortiert. Johann, ich glaube, ich bin betrunken. Ja? Guck mal hier, jetzt ist das schön. So. Das sieht sehr schön aus. Komm her, jetzt kommt das reicht dazu. Das nicht? Das ist doch, man muss ja auch noch mal ein bisschen was erkennen. Mach weiter. Ach so. Die Creme fraiche. Hoch. Dann kommt noch die Sahne dazu. Hier. Bitte? Das ist ja ein Vulkan. Da könnte man einen Vulkan draus machen. Nee, da muss alles rein, die Sahne. So, hier jetzt ungefähr. Johann, ist deine Pute immer noch schwanger? Die ist immer noch schwanger. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen Salz drauf. Ein bisschen Pfeffer. So, und jetzt könnt ihr mal gucken, jetzt schneide ich die mal auf hier, wie die geworden ist, ja? Und zwar sind die hier die gefüllt mit Garnelen. Oh, meine Damen und Herren, ein Kaiserschnitt live, samstags nachmittags. Jetzt 20 Minuten. Noch ein bisschen Salz. Bei welchen Johann, 230 Grad? Nein, die sind super gegart jetzt hier. Ja? Klar. Wie heiß? Dann täuscht die Farbe. Bitte? Nee, da muss ruhig noch mal ein bisschen heißer werden. Sofort, da muss noch ein bisschen mehr Salz rein. Super, ha? Ja, aber sonst ist das wirklich sehr lecker. Kann ich das mal raus, wie heiß war der Ofen? Ja. Der Ofen war jetzt auf 120 Grad. So. Jetzt schön da drauflegen, gell? Und ein bisschen drüber salzen. Auf den Salat. Ja, so. Das ist ja ganz schön viel Salz drin. Das ist egal. Ist auch verdammt viel Suppe. Drauf oder daneben? Drauf. Können dekorieren. Für die eine Woche von Essen. Das ist auch für die ganzen Gäste hier. Die sind noch perfekt, Johann. Glaub mir. So, jetzt. So. Sieht gut aus, ne? Sieht sehr schön aus. Ja! Richtige Kuhfladen. Zwei Kuhfladen. Das geht aber schnell. So, was? Diese Tartar da. So, sehr schön, ne? Mhm. Was geht schnell? So ein umgekehrter Kuchen da. So ein umgekehrter Kuchen da, ja. Das ist ja das Schöne, wenn man. Muss jetzt immer weiter rühren mit diesem Ding. Nö. Guck mal hier, noch einen Blick wieder auf dieses Gericht hier. Einer muss noch. Genau, bitte. Guck mal her. So. Das ist super lecker, guck mal hier. Das ist saftig. Jawohl! Das ist schlapper, ne?
Ne? Sonst hier mit R, ja? Mit Johann. Weil ich war einmal bei Johann essen, da habe ich mit der Serviette einen Teller sauber gemacht, weil ich dachte, die haben geschlabbert. Das war alles dann okay, bis ich nach der Soße gefragt habe. Ja, sehr schön. Ja, konnte ich den Herrn, dass die mit Soße unterschreiben? Das muss man ja erst mal wissen, du. So. Noch ein Teller? Darf ich jetzt bitte mal kurz zeigen, euch, wie man die Draht stürzt? Ein Teller reicht eigentlich. Oh, so. Kleines, dreht sie um. Hier mit dem Teller. Da drauf. So, er stürzt die Tat. Wie ein Pfannkuchen. Die Tat wird gestürzt, meine Damen und Herren. So, jetzt bin ich mal gespannt, Johann. So, jetzt? So, jetzt. Jetzt. Oh. Lecker, Johann. Super. Wo ist eigentlich das Apfel-Cidre-Püree? Das Sorbet meinst du? Ah, das Sorbet. Eine Eismaschine. Ach so. So. Was hat sie gedacht? Püree? Apfelpüree. So, muss man jetzt sofort essen und weicht der Teig auf. Ja, mal. Ich fange an. So, und jetzt gehen wir beide essen. Na, was hältst du davon? Ich wäre nämlich soweit. Ich weiß nicht, dass das alles so schnell geht, ne? Ja, aber das ist schnell. Die 4 Stunden gehen halt auch irgendwann rum. Das ist ja das Verrückte dabei. Man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht. So, Ofen aus. Aber das ist auch sehr schön hier. Gefällt dir das? Ja, ja. Danke schön. Warte mal. Machen wir noch ein bisschen Limettenschale drüber. Oh, wenn man überlegt, das sind jetzt. Aber die Fische sind ganz schöne Lappen. Ja, ja. Ja. Du, ich hätte ja lieber dicker gehabt. Du weißt ja, alles unter ja, 400 genau. Gramm ist Carpaccio. Ja. Oh. Na, hier. Ui. Was ist das denn? Oh, das ist ja irre. Ja? Aber ich finde, das ist, da ist wirklich zu wenig auf dem Teller. Essen wir jetzt über Kreuz oder? Kommst du mit dem Tellerchen mit? Müssen wir selber essen, was wir gekocht haben? Nein. Johann, wer hat denn in dein Glas reingemacht? Wenn da zu viel auf dem Teller ist, möchte ich nicht wissen, wie du das mit dem Glas jetzt bezeichnest. Hier, wir fangen mit dem Dessert an. Ich bring noch was zu trinken. Ist das jetzt so Schaum? So? Voll Rotwein passt ja nicht zu dem Fisch. Guck mal her. Das ist die Blätter. Eine kleine Portion Eis. Also, das muss ich dir erlassen, Johann. Du hast ja heimlich mein Rezept gelesen, deswegen bist du wieder so filigran geworden im Anrichten. Aber so einen Eisbecher, den wünsche ich mir wirklich mal. Das ist doch, das ist jetzt, weißt du, das ist dieser Familieneisbecher. Ja. Aber weißt du, wie deine Suppe aussieht? Meine Suppe. Weißt du, jetzt ganz ehrlich, weißt du, wie die aussieht? Ja? Wie vom Tod erschrocken. Wie vom was? Hannelore, ich habe dich ausgesprochen lieb. Du bist eine attraktive Dame. Du hast keine Ahnung. Lass ihn Ahnung, nicht probieren. Hannelore sagt, also, du hast keine Ahnung. Ich finde die gut. Also, mir hat es geschmeckt. Du bist der Beweis, dass ein nicht so gut aussehendes Essen auch ganz gut schmecken kann. Hannelore war ein Traum, ihre Tochter Nina war ein Traum, sie waren ein Traum. Und Johann